Herzlich willkommen zurück zu Showgunners. Beim letzten Mal haben wir die optionale Arena ja abgeschlossen. Nicht unbedingt glänzend, aber wir haben es geschafft. Und ich habe irgendwie ein bisschen Angst, jetzt hier drauf zu treten. Welche sind denn die richtigen? Okay. Puh. That door won't budge without a keycard. Ah, wir haben noch den Hacker dabei. Can't open this without a keycard. Ja, sehr gut. Ja, ansonsten ist ja auch nicht viel mehr im Moment. Dann gucken wir uns erstmal das hier an. Da sind ja wieder verschiedene. Haben wir irgendwie einen Hinweis, was man hier braucht? Da hätten wir. Gibt es hier so einen offenen Mund? Okay, hier. Ach, da ist es. Hier irgendwo die Ranken. Das ist doch mal hier wieder so. Das ist doch mal nett. Da haben wir den Totenkopf. Und hier können wir eigentlich warten, bis es soweit passt. Was ist denn das eigentlich hier? Naja, wie auch immer. Ich habe gar nicht gesehen. Wo sehen wir denn hier die... Egal. What's in that reward box? Oh. Waffen für Tybalt. Das ist vielleicht sogar gar nicht so verkehrt. Munition geht runter. Reichweite halbiert sich. Und vergiftet geht weg. Dafür macht ihr aber 27 bis 35 Schaden. Die werden wir erstmal ausprobieren. Weil mittlerweile ist sein Schaden halt auch nicht mehr so richtig konkurrenzfähig. Das muss man leider sagen. Können wir hier gleich mal austesten. Weil dann, ne, wenn wir so viel mehr Schaden machen, dann egalisiert das auch so ein bisschen den Waffenschaden. Den Giftschaden meine ich. 50. Können wir uns hier noch irgendwo anders hinstellen? Das würde gegen den Freak ganz gut sein. Können wir einmal den. Oder wir nehmen den Abschaum komplett raus. Das war natürlich richtig nice. Ja, der ist dann weg. Dann können wir halt auch mit dem Freak klarkommen. Ja, wir können ja einen kleinen Körpertausch machen. Nee, hätten wir andersrum machen müssen. Verdammt. Andersrum wäre besser gewesen. 10%. Andersrum wäre besser gewesen. Jetzt könnte er sich noch selber ausschalten. Ersetzt Sabotage. Achso, ja. Ja, aber das müsste doch jetzt eigentlich dann funktionieren, oder? Dass der gar nichts macht? Genau. Der Freak macht gar nichts. Und kriegt jetzt noch Schaden. Vom Abschauen. So, sowas mag ich. Ach, den habe ich ja ganz vergessen da oben. Ach, den habe ich ja völlig vergessen. Oh, nee. Ja, wir kümmern uns trotzdem erstmal um den Freak. So much for that, Freak. Ja, schon ganz gut. Oh, nehmen wir den jetzt halt weg. Köder. Das. It looks just like Tybalt. Das ist doch gut. Schießen kann ich mit ihm leider nicht. Dann würde ich hier einfach mal in den Overwatch switching gehen. To defense for a bit. Just der geht sogar auf Holotybalt und der geht auch auf den Holotybalt. Aber leider von der Seite. Ich hatte gehofft, er wird von da schießen. Jetzt brennt Scarlet. Herzlichen Glückwunsch. Genau, dann gehen wir hier hin. Ach, der Schnappschuss ist weg. Ich hatte das nochmal jetzt einfach treffbar. Jetzt ein bisschen anders gedacht. So, Tybalt muss sich bewegen.
Ach, wir können sogar da hinten hin zum Brandstifter laufen. Klingt gar nicht mal so attraktiv. Dann geht er jetzt hier hin und schaltet den Abschaum aus. Hier muss man wieder ein bisschen mehr überlegen. Jetzt kommt nämlich noch der doofe Brandstifter dran. Aber Holotyper lenkt ihn ab. Schade. Lenkt ihn ab. Ja, das geht mit dem Brennen. Was haben wir hier für eine Chance? 100%. Das ist doch schön. Und Hybald, jetzt haben wir halt den Nachteil, dass er nicht so weit weg kann. Körpertausch bringt nichts, wir werden ihn sabotieren. Wir gehen aber schon mal hier hin. Wir müssen ihn aber jetzt sabotieren, ansonsten wird Hybald gleich gegrillt. Sonst kann er nicht auf. Also ich muss sagen, das ist somit der nervigste Gegner, den man so haben kann. Ready to shoot some more. Okay, dann werden wir ihn jetzt außer Gefecht setzen. He has no idea where he is. Erst sabotieren, dann das. Dann können wir sogar noch den Schnappschuss oder Schnellschuss machen. Und ihn ausschalten. Also er explodiert ja dann. Aber ja, sie haut ihn weg. Gut. Und explodieren tut er nicht, wenn es der letzte Gegner ist. Auch gut zu wissen. Hui, der war schon nicht ohne. Und wir haben nicht mehr viele Lebenspunkte. Aber wir können ja hier wieder heilen. Die eine oder andere Heilstation. Und es gibt die nächste optionale Arena. Die vorletzte schon in diesem Spiel. Ja. Und das machen wir natürlich. Fishy's going on in the old warehouse. Ja, ich bleib mal dabei. Bin ich halt noch nicht so wirklich warm geworden. Alternativ könnte man auch mal überlegen, sie zu nehmen statt Tybalt. Dann müsste man aber das im Team nochmal ein bisschen angucken. Das passt aber. Okay, das ist Scarlet. Macht zusätzlich Schaden gegen Feinde in Metallrüstung. Die Frage ist, haben wir Feinde in Metallrüstung? Die Brandstifte haben Metallrüstung. Sie würde also mehr Schaden gegen Brandstifte machen, gegen alle anderen aber weniger. Wir probieren. Ich bin halt echt unentschlossen, ob ich sie ausprobieren soll oder nicht. Weil bei denen weiß ich mittlerweile, wie sie funktionieren. Nee, ich finde Tybalts Fähigkeiten einfach zu gut. Ja, dieses sie gegeneinander schicken lassen, den Köder, das ist halt schon richtig gut. Er teilt zwar nicht so viel aus, aber er sorgt für ordentlich Chaos auf dem Feld. Looks like the warehouse is loaded with ticking time bombs. The challengers will have to move fast if they want to defuse all of them. It's the homicidal All-Stars version of move it or lose it. Okay, wir werden, denke ich mal, hier reingehen. Dann da oben. Oh, das wird aber in 6 Spielzügen, wird das knackig. Staggered! Das wird richtig knackig. Doch, dann machen wir sie jetzt untreffbar. Scarlet knows how to make herself hard to hit. Da oben wäre echt besser gewesen. He's getting ready for round 2. Ach ja, ich vergesse immer, dass Marcus ja Flächenschaden macht. Können wir nächste Runde können wir den entschärfen. Ich hoffe, das kommt da hin. Oder kriege ich den im Nahkampf? Ja, komm, ich kriege den im Nahkampf. Weg ist weg. Oder weg. Dann haben wir noch einen. Dann haben wir noch einen Abschaum, der netterweise auf Scarlet geht. Noch ein Abschaum. Okay, das geht eigentlich. Tybalt und Schärftscheimer. Den Abschaum kriegt er aber nicht raus. Egal.
doch weg. Glück gehabt. Okay, aber das ist schön, immer wieder so einen Raum zu haben, wo man einfach so durchrushen kann. Ja, sie kriegt hier eh keinen hin. Okay, dann gehen wir schon mal dahin. Kannst ja ein bisschen ranhalten jetzt. Markus kann hier hingehen und in den Overwatch gehen. Setting up a kill zone. Der Ogre. Securing the area. Waiting for them to come to him. Okay, machen wir. Müssen wir ja. So, dann können wir jetzt ja auf den einfach schießen. Did you see that hit? So, Markus. Das Ding ist, wir können jetzt halt nicht. Ja, egal, wir müssen doch machen. Glück gehabt, der hat mich getroffen. Goodbye and good riddance. Fühlwald kommt hinterher. Nächste Runde haben wir den. Ja, wir haben zwei Runden, ne? Pro Bombe. And he sets himself into an overwatch position. So. Dann macht Markus hier einfach mal kaputt. And they're down to one bomb. But can they get to it in time? Und geht wieder zurück. Und dann können wir nämlich jetzt mit Fühlwald und Scarlet hier direkt weitermachen. Ach, verdammt, das habe ich vergessen, dass das ja Nahkampfangriff ist. Nein! Ja, hallo! Ah, hier, 3 Runden geschafft. Alles zu deaktivieren. Ist ja der Hammer. So, und dann können wir nämlich jetzt... So, wir haben nur noch diese beiden. Jetzt werde ich mir überlegen, ob wir einen Körpertausch machen. Also erstmal können wir hier näher rankommen. Also wir gehen jetzt auf den Ogre. Oder wir machen irgendwie einen Körpertausch. Aber ich weiß, ob der eh drauf geht, deswegen machen wir sicherheitshalber den Ogre. Dann ist der nächste Runde weg. Der trifft Scarlet nicht. Nice. Okay. Ja, Tybalt. Können wir mal zum Nahkämpfer mutieren. Scarlet kann gleich angreifen, weil erst er hier dran ist. Wobei er könnte auch im Nahkampf angreifen. Das sollte reichen. A savage attack. Ja, ist durch. Back-to-back kills for the challenger. Okay, die Arena hat echt Laune gemacht, muss ich sagen. Standing watch for them. They did it! But now what? Looks like those little bombs were just the appetizers. And the main course there looks like it could take out the entire arena. If you're watching this from the safety of your home, I'm thinking you made the right choice. Okay, das ist natürlich jetzt schade. Ich wollte gerade sagen, hat echt Bock gemacht. Wieder so eine schnelle. Aber das hier wird jetzt ja richtig nervig. Ja, hier durch, ne? Ja, jetzt eine 76% Chance, den Rummel auszuschalten. Das müssen wir nutzen. Wollte ich sagen. Die Frage ist, können wir hier schon einen Körpertausch machen oder eine Sabotage? Nein, können wir nicht. Also taking a second to reload. So, Scarlet könnte ich hier hingehen. Wir müssen jetzt halt leider so wieder so ein bisschen exponiert hinstellen. Dann ist der Drohnenfitz definitiv weg. Das war wichtig. Ja, er kommt von da. Wir haben auf beiden Seiten Brandstifter. Und wir haben leider auch diesen Bischof hier. Und noch ein Bischof. Okay, das ist jetzt uncool. Weil wir ihn auch erstmal nicht betäuben können.
Dann machen wir sie mal untreffbar. Nicht, dass das jetzt irgendwas bringt. Aber den müssen wir halt schnellstmöglich ausschalten. Ja. Deckung. Ist er fast weg? Er ist nicht weg. Ja, es hat jetzt eine Reichweite, das ist leider so. Shit. Mach mal so. Der muss weg, der Brandstifter. Nicht, dass da jetzt hier alles dran sind. Macht er jetzt ja trotzdem. Ja, das kostet halt jetzt Zeit. Das sind gleich zwei Runden, die wir jetzt warten müssen, die wir nicht hier langkommen. Oh, she just misses getting tagged there. Multimodal. Es sind zwei Runden, die wir nicht hier entlang gehen können. Wir haben aber nur noch fünf Züge, um da hinten hinzukommen. Hier steht auch ein Brandstifter, das heißt, es bringt gar nichts. Okay. Devastating. Mach's halt so. Markus mal hier eben hin. Könnte den jetzt hier einmal erledigen. Ansonsten würde mich aber auch interessieren, ob wir die Napalmgranate hier entsprechend platzieren könnten. Oder die Rauchgranate. Hm. Würde ich jetzt hier noch alles zuräuchern? Ich glaube nicht. Wir könnten uns natürlich ein bisschen im Rauch dann sichern. Gewalt. Bringt doch alles nix hier. Bringt nix. Bringt alles nix. Preparing for a kill shot. No luck on that one. Ja, das Feuer nervt. Ohne das Feuer kommen wir hier nicht durch. Ohne das Feuer. Mit dem Feuer kommen wir hier einfach nicht durch. Wir können nicht viel machen. Die Zeit rennt. Alternativ müssen wir uns jetzt halt mit allen hier durchschlagen. Die Frage ist auch, kommen wir da jetzt dann in drei Zügen überhaupt da noch hin? Wir müssen wahrscheinlich einmal komplett durchrennen. Alternativ wäre halt jetzt hier mit ihr einmal durchs Feuer zu rennen. Wir haben zwei Medikits mit. Ich sehe keine andere Option. Scorched! Und ich habe vergessen, Angriff zu wählen. Shit. Damit ist sie jetzt eigentlich tot, ne? Time for some more bullets. Das ist doch alles nix hier. Ja. Achso, ja. Gott, diese Runde war völlig völliger Mumpitz. Was ist denn hier ran? Und nix. Kann jetzt hier noch einen Köder hinwerfen. Das mache ich mal. Die Runde, die war nix. Hätte mit ihr auf Angriff gehen müssen, weil sonst hätte sich, so hätte sich das gelohnt, aber so bringt das halt gar nichts. Okay, Holotyp bald sei Dank. Jetzt ist das Feuer weg. So, jetzt. Ah, wir können den Schnappschuss nicht machen. Ja, nehmen wir jetzt den Bischof raus. So, mit denen müssen wir jetzt auch mal ein bisschen rankommen. Frage ist, wie weit so? Ne, komm. Wir müssen ran. Hilft nix. Mal gucken, ob... Achso, jetzt kann ich mit ihm natürlich nicht weiter. Körpertausch geht nicht. Sabotage geht nicht. Also, warten. Scarlet kriegt das normale Medikit. Damit sollte das Feuer auch gelöscht sein. Und dann könnten wir mal gucken. Wir haben überhaupt gar keine Schusslinie. Wir haben noch zwei Runden Zeit. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Damit muss Markus das machen. Oder Tybalt.
das fühlt sich gerade echt nicht gut an. He doesn't look so good after that one. Okay, mach es. Wir kommen nicht hin. Nee, schaffen wir nicht. Es fehlt eine Runde. Zwei Felder fehlen. Oh, ich hab keine Lust, jetzt diese ganze Arena nochmal zu machen. Oh, massive damage there. Oh, ist das bitter. Ich kann ja auch echt nichts machen, der Typ. Playing defensively for now. Na toll, jetzt hat sie keine. Ja. So, dann sehen wir jetzt einmal eine wundervolle Explosion. Oh. And that's all she wrote for the challengers. The defenders were just too much for them. Ich hoffe, wir müssen nicht die ganze Arena nochmal machen, sondern können den letzten Neustart. Wir müssen jetzt die ganze Arena nochmal machen. Ja, sieht so aus. Yep. Nochmal alles neu. Juhu. Also nächstes Mal müssen wir direkt durchs Feuer durchlaufen. Das war das Problem hier. Das hier ist überhaupt kein Problem. Gucken mal, was das hier jetzt lädt. Okay, das ist es nicht. Runde 11. Der speichert jede Runde ab. Warte mal, wir probieren mal was. Maximal jetzt laufen hier. Das hatte ich ja vorher nicht gemacht. Wir probieren das mal eben. Könnte das jetzt tödlich enden. Jawoll. Ich habe mich auf Entschärfen geklickt. Ja, dann können wir nochmal laden. Nee, können wir nicht. And with that, the challengers saved themselves and this historic harbor from a massive explosion. Aber das wird jetzt trotzdem knapp. Das wird jetzt trotzdem richtig knapp. Aber der macht nämlich jetzt ordentlich Feuer. Cool, aber er hat Typ halt, hat er jetzt hier wunderbar gebufft. So, mit Scarlet würde ich jetzt aber trotzdem hier gerne hingehen. Wir machen aber erst nochmal den... machen wir es mal so. Minikit nimmt sie dann nächste Runde. Ich hoffe, das geht dann noch. So. Und dann können wir nämlich den Bischof mit ihr rausnehmen. Okay, dann kann sie sich... jetzt kann man auf Nachladen konzentrieren. Ich kann einmal hier durchgehen. Er brennt ja auch schon. Ja. Did you see that hit? Only one hit from that massive attack. Macht die Sabotage gegen ihn. Dass der jetzt nichts machen kann. Oh, so, er ist ja eh weg. Yes. Oh, ich dachte, wir müssen das jetzt alles nochmal machen. Okay, gut, dass es diesen Spielstand gab.
The contestants make this one look like a walk in the park. Ich dachte schon, ich muss das alles jetzt nochmal machen, dass wir das nochmal in der Folge hier in dieser Arena haben. Zum Glück nicht. Boah, das war schon. Our intrepid contestants are not above clearing out some pests from an old warehouse. Echt nicht ohne. So, dann können wir jetzt einmal hier gucken. Er braucht einen neuen Gegenstand. Wir haben jetzt leider keine Wiederbelebungssachen mehr. Easter-Schild bekommt er mal. Und wir können das letzte hier machen. Roboter. Aber wir haben schon ewig gegen keinen Roboter mehr gekämpft. Hier können wir die Bewegungsbereiche um einen erhöhen. Hier kriegen wir auf Max-Level. Und hier haben wir noch eine Waffe zur Auswahl. Die Reichweite verdoppelt sich, der Schaden geht nur leicht runter. Das klingt sehr gut. Und er braucht wieder einen Gegenstand. Medikit. Ja, das schon. Dann die Nahkampfgranate finde ich eigentlich ganz gut, aber Nahkampfgranate geht auch. Ja, dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann versuchen, hier noch ein bisschen Heilung zu finden. Healing up. Die Arena war echt nicht ohne. Aber geht alles. Ja, wir müssen nochmal zurücklaufen. Ich gehe jetzt hier kein Risiko ein mit dir. Nicht, dass dann wieder ein Hinterhalt kommt. Das machen wir eben noch. Und hier haben wir ja die Heilung überall rumstehen. Applying some first aid. Also ja, man merkt, es wird knackiger. Da ist dann die letzte optionale Arena. Gucken, ob wir diese Schlüsselkarte dann überhaupt finden. Und mal gucken, wie viel das denn jetzt hier noch ist. Hälfte haben wir jetzt sicherlich hier schon durch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.